Ja, heute bin ich hier in Brandenburg am 6. März 2024. Das Bündnis für Frieden hält seine 43. Mahnwache und mit dabei sind auch zwei Kandidaten und eine Kandidatin für die Brandenburger Stadtverordnetenversammlung. Und wir fragen mal, was Sie uns dazu zu sagen haben. Ihr seid hier und steht als Kandidaten für die Brandenburger Stadtverordnetenversammlung und tretet an für das Bündnis für von Sarah Wagenknecht. Wie kam es dazu? Gibt es da schon ein Wahlprogramm? Also ganz korrekt ist es ja so, dass wir bündnisnah antreten sozusagen. Wir haben ja eine Wählergruppe gegründet, die sich Bürger für Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit nennen. Es ist uns geglückt, dass wir 12 Kandidaten gefunden haben für alle drei Wahlkreise. Und seit Montag ist der Wahlvorschlag sozusagen bei der Stadtverwaltung eingereicht worden. Wir müssen ja Unterschriften sammeln, damit wir überhaupt antreten dürfen. Das ist sozusagen ein Verwaltungsakt, der jetzt passiert ist. Das werden Unterschriftenlisten ausgelegt. Diesen Akt haben wir gestern zugestellt bekommen. Das ist soweit. Jetzt kann man amtlich sozusagen bei der Stadtverwaltung am Nikolaiplatz 30 Unterschriften abgeben. Alle diejenigen, die im Wahlkreis 3, sozusagen Kirchmöser, Blaue, Hohenstücken, aber hier sprechen wir eher von den Kirchmöseranern und von den Blauern, können ihre Unterschriften auch in der Ortsteilverwaltung in Kirchmöser abgeben. Wir würden uns freuen, wenn sich zahlreich Brandenburgerinnen und Brandenburger einfinden würden, uns zu unterstützen, damit wir zur Wahl antreten dürfen. Die Unterschriften abgegeben werden können bis spätestens 3.4. 16 Uhr in der Stadtverwaltung. Wir wünschen uns, dass aber schon im März die Unterschriften zusammen sind, damit wir dann auch thematisch loslegen können. Man muss also ins Rathaus gehen und kann nicht hier bei euch am Stand vom Bündnis für Frieden die Unterschriften sammeln, sondern muss ins Rathaus. Man kann sie nicht auf der Straße sammeln, das ist so, das sagt die Kommunalverfassung, dass Unterstützer ins Amt gehen müssen und das ist nicht direkt das Rathaus, sondern das ist das Verwaltungsgebäude am Nikolaiplatz im Amt für Statistik und Wahlen. Beim Zimmer 105 liegen die Unterschriften aus und da kann man sich melden und sozusagen für den Wahlkreis, in dem man wohnt, auch unterschreiben. Heidi, der erste Schritt ist getan, wie soll es jetzt weitergehen? Ja, nicht den zweiten vorm ersten, sondern mal schön der Reihe nach. Na, wir sind jetzt dabei, Ideen, Vorschläge, Schwerpunkte für unser Kommunalwahlprogramm zu sammeln. Einmal bei unseren 12 Kandidaten, die in den drei Wahlkreisen antreten werden. Wir fragen natürlich auch bei Gelegenheit Bürger unserer Stadt, was die sich so wünschen und vorstellen könnten, was in der Kommunalpolitik innerhalb der nächsten 5 Jahre dann für sie schwerpunktmäßig passieren soll. Man kann uns über Facebook, über WhatsApp, über persönliche Mails erreichen, wenn es Vorschläge gibt. Wir werden uns dann in der Runde der 12 Kandidatinnen und Kandidaten treffen, werden überlegen, in welcher Form wir das machen. Eine Überlegung war auch schon, eventuell sämtliche Ideen, die so eintrudeln, den 4 Schwerpunkten des Manifests zuzuordnen vom Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Das wird natürlich sehr schwer werden. Darum müssen wir alle 12 uns überlegen, welches die günstige Form wird. Wir wollen es natürlich nicht über 30 Seiten lang formulieren. Der Bürger soll verstehen, was wir wollen. Es soll eine möglichst kurze, knackige Variante werden. Wir bemühen uns, das zu tun. Bernd, ihr seid unter einem bestimmten Motto angetreten. Kannst du uns das sagen? Und wie wollt ihr dann den Satz in Taten umsetzen? Ja, das Motto hat ja Andrea schon gesagt. Das ist eigentlich der Name unseres Wählerbündnisses. Bürger für Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit. Und mit diesen drei Worten wollen wir eigentlich, ich sag mal, einen gewissen neuen Wind in die Stadtverordnetenversammlung reinbringen. Weil manch einer sagt, was hat Frieden mit der Stadtverordnetenversammlung zu tun? Wir sind der Meinung, dass das, was zurzeit in Deutschland abläuft, dass wir mehr oder weniger Stück für Stück in einen Krieg hineingetrieben werden, dass der Widerstand gegen diese Kriegstreiberei eigentlich schon auf kommunaler Ebene beginnen muss. So, und Vernunft und Gerechtigkeit, das ist eigentlich das, was ja jeder für sich auch fühlt. Wir wissen ja noch nicht, wer tatsächlich gewählt werden wird. Wir haben also erfahrene Kommunalpolitiker unter unseren Abgeordneten. Wir haben auch Unerfahrene.
Aber wenn diese einfach ihre Arbeit mit Vernunft und mit Gerechtigkeit ausüben, dann ist das einfach auch das, wo man sagt, mit normalem Menschenverstand muss ich mir einfach eine Meinung bilden über bestimmte Beschlussvorlagen. Kann ich die tragen oder nicht? Diese kommunalpolitische Erfahrung, wir haben alle mal irgendwo bei Null angefangen, die wird jeder sich aneignen. Ne? Wir hoffen, dass wir eine gute Mischung drin haben. Ich habe unter anderem jetzt auch meinen Enkel geworben, mit uns gemeinsam zu kandidieren. Der ist 20, der hat natürlich noch gar keine Erfahrung. Aber solche jungen Leute müssen in die Kommunalpolitik hineinwachsen, weil sie müssen ja ihre eigene Zukunft gestalten. Dankeschön.